ausgeben, aber das kriegt man. Die Typen, die nicht die besten. Und die so weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr die Typen also loswerden wollt, dann bin ich dabei. Conrad! Du hast Angst. Conrad! Hey, ich bin's. Conrad! Was für war das? Mist. Die drehen doch alle voll durch mittlerweile. Was zum Teufel auch mit ihm los ist, das macht mir Angst. Wasseraufbereitung. Ein Versender geheim, verrachter Wasseraufbereitungsanlage, manche Verladerhamburg. Inhalt Fracht, Mannschub. Manchurei Gold, Menge unbekannt. Empfänger bestätigt, dass die erhaltene Ware inspiziert und für Transport zum Angeben entladenem Siegerbuffen wurde. Die Fracht ist keine Schmuggelware und darf nach Gesetz dem Empfängerland dort offiziell eingeführt werden. Selbst die Fracht wird korrekt verstaut und gezeigt, sowohl gemäß den Sicherheitsbestimmungen des Transportschiffs als auch wie in den Frachtunterlagen für das Schiff bestimmt ist. Wasser. Ist das Conrad? Das klang nicht gut. Conrad, ich bin's. Hey, ich bin's. Liz, alles okay? Oh, Scheiße. Hattet ihr auch die fliegende Taschenlampe vorhin gesehen?
Oh, scheiße. Ich hab ein Schwarzbild. War normal. Ja, das war normal vorhin. Aber so wie sich's angehört hat, ist Conrad runtergefallen. Mist! Er ist hier! Also einer ist tot. Was ist mit Blair Witch? Sind wir sicher? Ich glaube, wir sind hier sicher. Du hast Conrad sterben lassen. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Nun sind sie noch einer weniger. Und was ist mit Conrad? Er oder er sie wären besser weniger sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Einer sagt ja und einer sagt nein. Nun, hier ist ein Hinweis für kooperationsfaule Menschen. Es könnte sich lohnen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Man erhält dann eine völlig neue Perspektive. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Was sind Evil Feelings? Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Sei ehrlich, hast du mit Absicht sterben lassen?
immer noch keine Sorgen gefunden. Genauso wie das Gespräch mit Das Schiff ist verflucht. Nur so lässt sich die ganze kranke Scheiße erklären, die da unten abgeht. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden getrennt. Ich sah ihn. Ich meine Fliss und ich, wir beide, stimmt? Ja, nur für eine Sekunde. Ich wollte hinterher und er war weg. Wohin? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist er verletzt. Schwer sogar. Dein Bruder ist so schnell wie sein Mundwerk. Dem passiert schon nichts. Okay, wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen Bruder finden. Julia. Er liegt vielleicht im Sterben. Wir müssen. Ja, stimmt. Nur nicht jetzt. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich habe echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex, war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Vermutlich will dein Unterbewusstsein dir sagen, dass ich dich erdrücke oder so. Das war real, Alex. Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Mein Gott, dieses ganze Schiff wirkt wie ein Grab. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Es ist möglich, dass es hier in Wahrheit nie Gold gegeben hat. Okay, das erklärt aber noch nichts. Was denkt ihr, ist wirklich auf dem Schiff passiert? Keine Ahnung. Die Zeitung war von 1947. Im Logbuch stand etwas über einen Sturm. Sind wohl da reingeraten. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Hast recht, Sisho. Ich bin Alex. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Hülsen. Die haben auf etwas geschossen. Plattgeschosshülsen. Komplett durch Löcher, der Mist. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Was ist hier Blondino?
Licht nichts, wo man sie nur angucken kann. Das ist auch nichts, was ich angucken kann.